Oh mein Gott, die Mauer bricht, jemand pfeifet! Mord Royal! Mit dem Place von einem anderen Stern! Sind Platz 1 der Welt! Jo moin, im heutigen Clash Royale Video versuchen wir direkt, nachdem das globale Doppel-X-Edition hier rauskommt, es auf Platz 1 der Welt mit diesem meiner Mauerbrecher zu pushen. Einfach overall mein Lieblingsdeck und ich denke persönlich, auch wenn viele Leute denken, dieses Psyche-Deck ist eine einfache Elixier-Zeit besser, ich persönlich finde dieses Deck gegen Golem, Lava-Hund und jedes Beatdown-Deck besser in der Doppelten, weil du einen schnelleren Cycle hast, mehr Druck erzeugen kannst und die gegnerischen Spells, vor allem gegen Lava-Hund zum Beispiel, die Pfeile, den Zap, schneller mit Federmäusen zeigen kannst. Das heißt, dieses Deck ist meiner Meinung nach einfach das solideste Deck im Doppel-X-Edition. Elixier-Turnier. Allgemein, wenn ihr das Deck nicht mögt, kann ich euch auf jeden Fall Königsriese empfehlen. Sonst Elixier-Golem wird sehr, sehr viel gespielt. Oder Lava. Und das sind eigentlich so Decks, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, weil die Decks werde ich, denke ich, oft antreffen. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale-Videos auf diesen Kanal verpassen wollt, sehr, sehr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, wir springen rein in die Games. Lasst gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da, falls ich schaffen sollte. Und ich will heute unbedingt direkt auf Platz 1 der Welt. So Leute, nächstes Game hier, wir haben auf jeden Fall gerade ein paar Siege geholt, ich weiß gar nicht, ob wir 8 oder 9, ich glaube wir stehen 9-0 jetzt, viel Glück auf jeden Fall an ihn, bisher nicht wirklich Probleme gehabt hier zu dominieren im globalen Turnier, im Doppel-Elixier-Turnier. Wir spielen jetzt mal ein Holz zum Cyclen, jetzt einfach Spirgums Bridge, sehr sehr viel Ego und wie gesagt, ich glaube ich habe 2-3 Mal Ego miteinander gefaced, Egolem, wie gesagt, relative Free Wins mit dem Deck, Egolems gewinnst du eigentlich immer, hast du eigentlich der Gegner meistens keine Chance, der macht ein bisschen Druck, und dann eigentlich alles easy peasy, lemon squeezy. Ich würde sagen, wir spielen auf Fledermäuse drauf. Er spielt hier die Horgis, die feuerballen wir. Warum feuerballen wir die, obwohl wir einen Bombturm auf dem Feld haben? Ganz einfach, wir wollen, dass der Bombturm überlebt. Wir wollen, dass der Bombturm überlebt und wir haben es ja. Was ist das denn jetzt für ein Deck? Okay, wir spielen auf jeden Fall einen Megaritter. Den Megaritter wird auf jeden Fall abgetankt. Es gibt hier noch eine Kampfholz drauf. Und jetzt gibt es einfach die dahinter. Vor allem, weil er keinen Zap mehr im Cycle hat. Der Miner tankt immer noch. Er muss jetzt einen späten Hunter spielen. Auf jeden Fall cooles Deck. Megaritter, Packer. Geil. Bombturm rein. Jetzt gibt es gleich ein Bad Surround. Er wird safe selbst. Das heißt, wir haben unseren Ritter. Unseren Ritter selected. Macht er nicht. Da bringen wir auf jeden Fall meine rein. Ich hoffe, dass immer für eine Bad tankt. War nicht optimal, aber er kennt sie für Mega. Das heißt, er hat nichts. Oder er hat Holz Zap. Hat er Holz Zap? Das heißt, wir jetzt spielen uns an die Brücke, weil er Holz Zap hat. Einfach los rauszubringen. Wir müssen jetzt den nächsten Bombturm. Er bringt Firecracker. Die können wir gleich holzen. Machen wir jetzt auch einfach mal. Okay, er geht nach rechts, man kennt ihn. Wir lieben alle Firecracker dafür, dass er manchmal die Wege geht, die keiner geht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn er mein Fußballteam wäre. Spear kommt rein. Jetzt meine nach hinten, er wird holzen. Aber das Ding ist, es wird er trotzdem Chip. Okay, er macht so. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Druck. Warum machen wir Druck auf der rechten Seite? Einfach, dass wir zurückzeigen. Wir wollen immer Druck machen. Wir wollen unsere Elixier nicht wasten. Wir wollen niemals Karten einfach so spielen, ohne irgendwas daraus zu bekommen. Aus jeder Karte, selbst wenn du nur zum Cyclen hast, wollen wir einen positiven Elixier-Trade oder Schaden am Turm bekommen. So. Ich hoffe einfach, dass sie... Ja, geh. Oh, wie dumm ist die Crackerin. Ich habe halt keinen Bock, die zu feuerballen. Aber ist okay. Es gibt Schlimmes im Leben. Ich spiele auf jeden Fall jetzt Feuerball mal drauf. Ich denke, jetzt lohnt es sich. Vor allem, weil die Horgis gerade raus. Das heißt, Feuerball-Base ist auch nicht vorhanden. Jetzt gibt es die Spielgums. Jetzt wird auf jeden Fall eine Crazy Defense. Jetzt müssen jetzt die Mauerbrecher-Dings hochspielen. Er hat halt viele Antworten jetzt. Ritter. Sagen wir Feuerballen jetzt, nachdem Kollege Dings auch drin ist in Range. Hier gibt es Mauerbrecher rein. Ah, die Mauerbrecher haben gefehlt. Holz. Alles gut. Wir sollten nicht paniken, aber das ist auf jeden Fall spicy push, voll mit den Minions noch, die wirklich nervig sind. Lock, Zap. Also Packer, Megaritter, Minions, Lock, Zap zu verteidigen, ist wirklich nicht einfach mit dem Deck. Auch wenn es dumm klingt. Wahrscheinlich jetzt Packer hinten. Zumindest hinter dem Turm. Ne, vor dem Turm. Okay, hat er Zap? Hat er, okay. Ich wollte gerade Feuerball vielleicht, wenn er kein Zap gehabt hat, weil er Minions hätte bringen müssen, aber auf jeden Fall okay. Okay, Megaritter rein. Wir bringen das jetzt so. Wir bringen jetzt hier so einen Bombturm einfach rein. Jetzt gibt es hier so. Und dann gibt es jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell die Bats für den DPS. Gute Spear Goblins. Einfach Feuerball drauf. Jetzt können wir einfach ein Holzbeer mit einer Hunter bringen. Hunter wird aber nicht ganz ausreichen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall genug Chip Damage bekommen. Oder? Und wir gewinnen das Spiel. GG's bei Play Damage stehen wir 10-0 im Doppel-Elixier-Turnier. Das ist genau das, was wir erreichen. Und wenn meine Stimme etwas komisch klingt, das ist immer so, wenn ich früh aufstehe. Früh. 10-0, let's go, weiter geht's. Wir brauchen 2 Siege. Weiter. So Leute, 14-1. Die eine Niederlage nehme ich euch nie mit rein. War einfach Sparky und Sparky ist gefühlt so das einzige Matchup, wo ihr mit diesem Deck keine Chance habt. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Ich hätte es auf jeden Fall gewinnen können, aber Sparky mit diesem Deck... Boah, es ist wirklich so schwierig zu verteidigen. Aber ich hätte es auf jeden Fall gewinnen können.
Da habe ich ein paar Fehler gemacht, aber ist okay. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein hier mit Mauerbrecher, Ballon-Hit. Ignorieren wir. Ne, ist auf jeden Fall okay. Die Situation ist okay gegen Ballon. Er macht auch Lamballon First Play einfach. Ballon, Magier, alles klar. Wir sind, glaube ich, gerade Top 50, also wir müssen auf jeden Fall hart grinden. Das wird auf jeden Fall ein längerer Run, weil wir die Niederlage schon kassiert haben. Und wenn wir die Niederlage kassieren, meistens nicht so geil. Ich würde sagen, wir holzen das. Gehen mal Mauerbrecher. Wir sind mal ein bisschen aggressiver. Er hat wahrscheinlich noch Frostzauber. Tunnelgräber rein. Okay, was wir jetzt machen, werden es hier in Feuerball bringen. Ich hoffe, dass wir alles treffen. Das wäre auf jeden Fall nice. Wir treffen den Lumberjack nicht, aber ich denke allgemein, dass es klar gehen sollte. Vor allem mit Speargoblins hoch. Speargoblins hoch, clean das nicht ab. Ballon bekommt aber hoffentlich nur einen Hit. Okay, ein Hit bedeutet, dass wir es noch. Also, er hat Pfeile, Snowball, Barbell. Das sieht nach einem richtig fetten Counter aus. Was ist das denn für ein Deck, Bruder? Was ist das denn für ein Deck? Pfeile, Snowball, Barbell. Speargoblins rein. Geil, der wird an die Seite der wird einfach an den Turm geboostet. Also, was wir bisher in diesem Game für Pech erleben, ist insane. Das Bomb-Turm-Base war nämlich richtig, aber ich weiß gar nicht was, aber irgendwas hat es vorbeigebuggt. Gottes Willen, was ist das denn für ein Game bisher? Okay, Fledermäuse mal rein. Holzen das. Miner hinten. Also, wir werden auf jeden Fall seinen Turm bekommen mit Miner Chip. Späßen jetzt. Aber, ne, andere Lane, ne, bisschen schwierig gerade alles. Ich würde sagen, predikten einfach mal, Kollege Schnürschuh. Sehr gut. Holzen das. Es ist halt so krass, wie viel besser wir spielen gerade, ne? Aber es bringt irgendwie nichts. Ach, wie nervig ist das. Er BM'd auch. Okay. Diese Hits sind so räudig. Ah, was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, bring mal Fledermäuse hoch. Magier wahrscheinlich irgendwo jetzt, ja. Wie zu erwarten, Kollege Magier kommt natürlich rein. Wie er leibt und lebt. Ich würde sagen, wir holzen mal. Also Spellzeige kannst du mich noch nicht, Kollege. Dafür ist es noch zu früh. Auch wenn du es gerne würdest, wie es aussieht. Bubble reicht nicht, Megaman reicht auch nicht. Okay, Zweier Connection nehmen wir gerne mit. Wir wollen uns noch nicht freuen, weil wir müssen noch viel mehr arbeiten. Ich komme gar nicht, meine Bats zu spielen. Oh mein Gott, die Mauer bricht aber ein Five-Head! Mord Royal! Mit dem Place von einem anderen Stern! Das war Weltklasse! Das war Weltklasse! 15-1. 15-1. Deswegen, ne? Deswegen guckt ihr zu. Wegen solchen Plays. Ganz, ganz smart. Defensiv, offensiv, wir sind dabei. Damit stehen wir jetzt. Wie gesagt, 15-1, Platz 34 der Welt. Weiter geht's. Nächstes Spiel. Wer ist Hekut? Hekut. Viel Glück auf jeden Fall, Hekut. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was Hekut hier in dem Moment zockt. Ich würde sagen, wir gehen mal Fledermäuse rein. Okay, sieht nach Dings aus. Sollte ein gutes Matchup sein, wenn er... Okay, never mind. Ich dachte, er würde ganz normal Rekruten-Hoggy spielen. Auf einmal kommt er das Giant Skeleton reingeknüppelt. Könnte natürlich ein guter Call sein, aber... Weil halt viele Leute Beatdown spielen, aber gleichzeitig Giant Skeleton noch relativ kacke in der Meta. Weil es halt nicht mehr diesen Death Damage hat, das ist mal hart. Ich habe das Gefühl, er wird das Nado. Das heißt, wir bringen lieber Speargoblins, falls er da Nado wirft. Er wirft einen Lightning drüber, okay. Nein, ich hab den. Nein, das ist die Bombe, Digga. Morton Royal, Digga. Morton Royal. Fokus, Fokus, Fokus. Okay, er hat aber auch viele Elixir gewastet, ne? Können wir ihn dafür jetzt nicht bestrafen eigentlich? Ich würde sagen, wir spammen mal alles an die Brücke. Besondere Games, okay. Sehr gut. Ich wusste, er hat kein Nade, ich wusste, er hat kein Barbell. Das ist ein räudiger Player, was wir machen. Okay, er hat Lightning. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Spear kommt so tanken in Zephyr. Okay, was wir jetzt machen, wir jetzt einfach ein Holz bringen.
Lightning, das hier kann er auf jeden Fall machen. Bringt noch schnell Bad Strikes, will einfach nicht zu viel Damage kassieren. Er hat keine Elixier in der Defensive, bringt einen späten Cage. Wir bringen noch Miner davor und das Matchup sollte eigentlich allgemein sehr, sehr gut sein für uns. Letztendlich kommen wir in den Neck. Der Miner auch im Turm, er muss Tornado. Macht er auch, aber er entscheidet sich, das so zu spielen. Turm geht auf 1-6 runter. Sehr gut. Holzen das mal. Jetzt haben wir Mauerbrecher defensiv, muss einen Cage bringen, wir können Bats bringen, dann wird er wahrscheinlich Magic Archer droppen. Hier bringt Zappies, okay, kann er machen. Miner auf Safe Spot, er hat nichts, um den Miner zu catchen. Was ganz gut ist, außer Cage halt, aber wahrscheinlich wird er da kein Cage einspielen. Wir bringen jetzt hier einfach Bats hoch, genau jetzt, weil jetzt wird Magic Archer kommen. Hier feuerballen wir, sehr gut. Wenn er jetzt Hoggy spielt, machen wir Bombturm so, weil das wäre außerhalb der Lightning Position. Okay. Tunnelgräber mal reingeklatscht, Mauerbrecher reingeklatscht, wir holzen das jetzt hier. Ja, eigentlich, also wenn er jetzt korrekt ist, gibt er eigentlich auf. Also was heißt, er wird ihn noch nicht aufgeben, weil er hat meinen Turm noch, oder er kriegt meinen Turm noch wahrscheinlich mit Lightning Cycle, aber allgemein das Matchup ist schon sehr, sehr gut für mich und ich hoffe einfach, dass er schnell aufgibt, weil dann kann ich schnell einen Gegner finden. Der Magic Archer trifft sogar, okay, krass. Jetzt haben wir holzen das mal und Feuerballen einfach. Er kann jetzt auch auf der rechten Lane reingehen, das ist mir relativ egal. Auf der linken Lane müsste er reingehen, jetzt dann lassen wir es einfach durch, denke ich. Na, wobei, wir spielen noch einen Bombenturm, da muss er noch ein Lightning spielen. Ich werde jetzt einfach drauf. Lol, was? Er hat nicht getroffen. Tornado reicht nicht. Tornado reicht nicht. Jetzt, er braucht noch einen Tornado. Okay, es sind zwei Tornados. Reicht das überhaupt? Hat er überhaupt die Zeit dafür? Feuerball predict. Sehr gut. Holzen wir rein. GG's were played. Turm ist down. Er kriegt unseren Turm nicht mal. Sehr, 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 sehr solid. Jetzt gucken wir mal kurz, welcher Platz wir sind auf der Welt. Wir sind auf Platz, Platz 3 der Welt. So, Leute, jetzt sind wir hier im Game für Platz 1 der Welt. Mal schauen, was Zodiac jetzt hier spielt. Jetzt bringen wir hier mal Fledermäuse rein. Er bringt Elixiergolem. Oder er bringt Baby Healer. Er spielt auf jeden Fall Elixiergolem. Bring mal Holz rein. Gucken, was für eine Variante er spielt. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Mauerbrecher dazu. Fledermäuse rein. King to Activation sollte auf jeden Fall wichtig sein. Okay. Spear Goblins. Die Barbar versuchen wieder mit Mauerbrechern zu töten. Ritter davor. Keine schlechten Pfeile hat das smart gemacht. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht von den Barbars aus dem Maul bekommen. Okay. Mine auf Turm. Fledermäuse rein. Auf jeden Fall eine der schwierigen Varianten. Fledermäuse rein. Dritter, Bats. Okay, feuerballen wir das, denke ich mal. Mauerbrecher zu. Okay. Fragst, ob wir es jetzt gut verteidigt bekommen. Wir haben die King Tower aktiviert. Hm.
Und zwar. Fledermäuse drauf. Ich würde sagen, mach jetzt mal ein bisschen Druck auf der Seite. Okay. Pfeile kommen, Pfeile sind gut. Feuerwehr einfach. Moorbecher rein. Feuerball. Oh, der Egon war nicht gut. Der Egon war nicht gut. Brauch noch ein Feuerball. Mine auf Turm. Brauch jetzt noch ein Feuerball gewinnen, das Spiel. Okay, sind wir Platz 1 der Welt? Bitte, 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 bitte. Bitte lass uns einfach Platz 1 sein. Come on. Sind wir Platz 1? Sind wir Platz 1 der Welt? Wir sind Platz 1 der Welt. Wir haben es geschafft. Let's go. Ganz, ganz wichtig. Morten Royal auf Platz 1 der Welt im globalen Turnier mit meiner Mauerbrecher. Ich kann nicht kurz meine Historie zeigen. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir es geschafft haben. Unfassbar krass. Wie gesagt, das Deck war auch das beste, solideste Deck allgemein. Die einzigen Matchups, die relativ schwierig sind, ist AG, AOK, einer der besten Spiele der Welt, war World Champion 2018, ein unfassbar starkes Spiel. Das Matchup war sehr, sehr schwierig. Ich habe aber zum Glück nur einmal das Deck gefaced. Das heißt, die Games, die ich verloren habe, war Sparky. Es gibt halt immer so ein, zwei Decks, die ein Deck countern, die aber meistens nicht so oft gespielt werden. Dieses Deck Sparky habe ich einmal gefaced. Der Typ ist ein relativer random Spieler, wenn man es so nennen will. Der, ja, gegen den ich einfach gefaced habe, ist ein bisschen unlucky. Das können wir nicht machen. Dann das Deck gegen AOK. Ich sag's mal so, wenn der Gegner nicht so stark gewesen wäre, hätten wir es auch gewonnen. Und dann gegen die Angel. Hat er sehr, sehr gut gespielt, muss ich ehrlich sein. Haben wir auch Fehler gemacht. Ich habe relativ früh einen Turm verloren. Eigentlich wollt ihr früh den King to aktivieren gegen Electro Dragon und dann gewinnt ihr meistens das Spiel. Wenn ihr keine weiteren Clash-Reviews auf diesem Kanal verpassen wollt, sehr, sehr gerne klar abonnieren. Heute Abend unbedingt um 19.30 Uhr im Stream dabei sein. Heute Abend unbedingt 19.30 Uhr im Stream dabei sein, wenn da werde ich wieder auf Platz 1 pushen im globalen Turnier. Vielleicht mit einem anderen Deck, da auf jeden Fall gerne einschalten. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Ich sage, that's goodbye. Ciao, haut rein.